Danke, lieber Herr Merck, für die sehr freundliche Einführung. Lieber Herr Otto, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, zu einer Frage etwas zu sagen. Und nach dem, was ich verstanden habe, möchten Sie, dass ich ungefähr eine gute halbe Stunde spreche und wir danach diskutieren. Nicht? So, das will ich versuchen, auch richtig einzuhalten. Ich mache es mal anders. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wie ich zu den drei Antworten stehe, sondern das werden Sie vielleicht am Ende rausgekriegt haben, wenn ich meinen Vortrag gehalten habe, wie ich zu diesen drei Positionen stehe. Die Frage, die Sie heute thematisieren, ist eigentlich eine Frage, die uns seit Jahrhunderten als Verfassungsfrage beschäftigt. Es geht nämlich darum, wie man eigentlich ein Gemeinwesen organisiert, wie man die Fragen, die da zur Debatte stehen, die strittig sind, die aber entschieden werden müssen, damit dieses Gemeinwesen in der einen oder anderen Richtung sich weiter bewegt, wie man das organisiert. Und seit der Zeit der Gesellschaftsverträge, der Social Contracts, also 17. Jahrhundert ungefähr, denkt man darüber nach, mit sehr unterschiedlichen profilierten Positionen. Ich sage das, damit dies, was wir uns heute vorstellen, nicht erscheint als etwas, was plötzlich vom Himmel fällt, sondern es ist unter immer erneuten sozialen, ökonomischen, kulturellen Bedingungen immer wieder dieselbe Frage, wie kommen wir zu gemeinsamen Entscheidungen, so dass die Bürger auch alle berücksichtigt werden. Denn das war die Idee des Sozialvertrags im Unterschied zu einem Gemeinwesen, das sich durch Gottes Gnaden ableitet. Das ist die eigentliche Alternative, aber daran glauben jetzt nicht mehr so viele. Also, wie kommen wir dazu, dass die Menschen sich so einbringen können, dass sie alle ihre Position zumindest berücksichtigt werden können. Herr Otto, Sie haben vom Gemeinwohl gesprochen, eine gewagte Aussage. Ich gehöre auch zu den altmodischen Leuten, die vom Gemeinwohl sprechen. Neuerdings darf man das auch wieder mehr. Und es gibt auch eine berechtigte Skepsis gegenüber dem Gemeinwohl oder auch dem Wohl der Allgemeinheit. Das Wohl der Allgemeinheit im Singular sozusagen als homogene Angelegenheit gibt es nämlich nicht. Das können Sie nicht sagen. Sie können schon auf längere Sicht überlegen, wenn Sie die verschiedenen Aspekte betrachten, was ist wohl für alle zumindest verträglich, für manche besser, für andere weniger gut, aber das Gemeinwohl, was lange Zeit Bonum Commune ein fester Begriff in der Philosophie war, das ist kann man heute nicht mehr einfach aufgrund der offenen, transparenten Pluralität der Gesellschaft, nicht nur im nationalen Bereich in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern eben inzwischen längst global, nicht mehr einfach vom Himmel fallen lassen. Und im Gegenteil, zur Zeit, als ich studierte, in den 60er, 70er Jahren, haben gerade die engagierten Hochschullehrer im Sinne der repräsentativen Demokratie, die Immigranten, die aus Amerika, aus dem angelsächsischen Bereich vor allem zurückkamen und den Deutschen diese hypostasierte Idee eines Gemeinwohls austreiben wollten, immer wieder betont, es gibt vor allen Dingen kein a priori Gemeinwohl, das wir entweder aus dem historischen Materialismus von Marx ableiten können oder gar aus dem Nationalsozialismus, sondern das muss sich ergeben aus einem Willensbildungsprozess der Gesellschaft, die nicht homogen ist, die nicht das Volk im Singular ist, sondern eine Gesellschaft, die ist zwar auch Singular, aber aus vielen verschiedenen pluralen Gruppen. Und es gibt gar keinen Ort in dieser Welt, auch China nicht, auch Russland nicht, auch Indien sowieso nicht, wo es eine homogene Gesellschaft gäbe. Die gibt es nicht. Es gibt immer wieder unterschiedliche Gruppen, die sind zum Teil in Verbänden organisiert, die sind zum Teil individuell. Und die ganze Frage ist, A, welche Verfahren finden wir, um diese Interessen, Vorstellungen, Überzeugungen zusammenzubinden auf eine einigermaßen gerechte Art? Welche Verfahren finden wir? Und in welchem Geiste, mit welcher Kultur müssen wir das machen? Denn es reicht nicht, irgendwelche abstrakten Institutionen aufzubauen, wenn sie nicht von innen her belebt sind, wenn sie nicht überzeugungsmäßig praktiziert werden, helfen die gar nicht. Sie können in den berühmten Transformationsgesellschaften wunderbare neue Verfassungen aufs Papier setzen, die werden eben einfach gar nicht praktiziert, aus vielen durchaus verständlichen Gründen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ja mich viel mit Polen befasst. Und nach 1989, als es eine sehr viel bessere Verfassung in Polen gab, war ein großes Problem, dass die Polen gewohnt waren, auf jeden Fall gegen alles, was von oben kam, zu protestieren oder es zu unterminieren. Warum? Weil sie seit Ende des 18. Jahrhunderts unter Fremdherrschaft praktisch standen. Das war nicht ihr Staat. Nun sollten sie von heute auf morgen plötzlich, also außer in der Zwischenkriegszeit, da war es mal kurz ihr Staat, jetzt sollten sie von heute auf morgen plötzlich das ernst nehmen, was da von oben kam. So schnell ändert sich eine Einstellung.
irgendwie. Es war ehrenvoll, die da zu unterminieren und sich unterhalb der offiziellen Ebenen sich irgendwie zu arrangieren. Sie können nicht plötzlich, und das haben die polnischen Politiker, Mazowiecki, der erste Premierminister, ganz klar gesagt, sie können nicht plötzlich eine Gesellschaft umpolen, wenn sie, ja, wenn ihr Habitus aus übrigens ganz verständlichen Gründen, das ist nicht irgendwie negativ, ja, die mussten ja gegen die russische, die zaristische, gegen die preußische, die österreichische war nicht so gefährlich, Fremdherrschaft angehen. Das können Sie nicht umholen. Also ich will Ihnen die Grundsätzlichkeit des Problems deutlich machen und deswegen ist das auch nicht von, sozusagen in drei Worten zu lösen. Immerhin haben wir heute einen Zustand erreicht, der erstens nicht nur eine Pluralität von Interessen hat, sondern der zweitens einen Bildungsstand in der Gesellschaft hat, jedenfalls im europäischen Bereich, aber übrigens auch zum weiteren Teil im asiatischen Bereich, zum Teil auch im afrikanischen Bereich, wo aus der Gesellschaft heraus sehr viele interessante Vorschläge, Kompetenzen zusammenkommen, die sie jetzt nicht ohne weiteres am Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland hatten. Da waren einfach viele, die sich gar nicht so damit befasst haben. Da hatten sie eine Elite, die war gebildet, mit der konnten sie allmählich Entscheidungen treffen. Heute sieht die Sache ganz anders aus. Ja, sie sind sogar, wenn sie politische Entscheidungen als gewählte Politikerinnen und Politiker treffen wollen, auf die Kompetenz der Gesellschaft angewiesen, weil sie gar nicht so viele Kompetenzen ihrerseits entwickeln können. Wenn so eine Fraktion sich im Bundestag zusammenstellt, die wird durch Wahlen gebildet. Ja, da wissen Sie nicht, ob Sie dann auch wirklich Leute haben, die in der internationalen Politik Kompetenzen, die in der Frage der Technologie entwickelt, in der digitalen Gesellschaft, Sie haben ja nicht immer einfach ganz praktisch die kompetenten Leute dafür. Und wenn, dann müssen Sie die auch noch so weiterbringen, dass Sie auch in der Fraktion selbst Ihre Willensbildung weitertreiben. Also ich will Ihnen ganz handfest sagen, es ist so komplex, was wir zu entscheiden haben, dass Politiker und Politiker das nicht einfach, weil sie mal gewählt sind, auch können. Es gibt viele Professoren, weniger Professorinnen, die denken, weil sie Professoren sind, können sie das auch. Aber das ist einfach nicht so. Man kann es, weil man es kann, aber nicht, weil man eine Position oder einen Titel hat. Also eine grundlegende Frage. Wir haben in den 70er Jahren das diskutiert unter dem Aspekt der Demokratisierung der gesellschaftlichen Teilbereiche, zum Beispiel Bildungsbereich. Da waren wir ausgesetzt als Studierende, oft Positionen herrschaftlich vorgetragen, die nicht besonders kompetent daherkamen. Und dann war die Frage, sollen die einfach nur darüber befinden, welche Prüfungen, welche Studiengänge, welche Themen in den Seminaren behandelt werden, wo sie oft so einen Horizont hatten und all das, was global von Afrika schon in den 70er Jahren zu erkennen war, überhaupt nicht ihren Horizont hatten? Oder soll da mitbestimmt werden? Umgekehrt, sollen da irgendwelche ungeprüften Studierenden mitbestimmen und was über Habilitierte sagen, die doch eigentlich viel besser kompetent sind? Um Ihnen nur mal eine Spannweite der Debatten, die wir damals geführt haben, vorzubringen. Ich springe jetzt zur Frage, woher kommt unser akuter Vertrauensverlust in Demokratien? Übrigens nicht einer, der ganz plötzlich vom Himmel gefallen ist, sondern wir haben seit mindestens 20, 30 Jahren einen Niedergang an Vertrauen in Institutionen. Auch nicht nur in Deutschland, auch nicht nur in Europa, das haben Sie auch in anderen Ländern. Und viele denken, naja, das liegt eben daran an einzelnen Politikern, die sind schlecht, die sind korrupt, die können sich nicht genug erklären und so. Ich bezögere immer sicher, es gibt schlechte, inkompetente, korrupte Politiker, so wie es schlechte, inkompetente und korrupte Ärzte gibt und Apotheker und Verwaltungsangehörige. Das ist sozusagen durchschnittlich. Es kommt darauf, viel wichtiger ist für die Erklärung, dass wir schauen, welche Herausforderungen müssen die bestehen. Und da ist es sehr deutlich so, dass wir markante Veränderungen haben, ich nehme es mal am Beispiel Deutschlands, zwischen der Zeit der 50er, 60er Jahre in Deutschland und heute. Der Begriff, der alle begeistert, die soziale Marktwirtschaft, ist entwickelt worden in den 30er, 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ist angewandt worden in den 40er, 50er Jahren, weiterentwickelt worden in den 70er Jahren und ging jedes Mal davon aus, dass es einen Staat gibt, einen Nationalstaat, und dass dieser Staat eine Ordnung, Ordoliberalismus, eine Ordnung gegen einen wilden Kapitalismus schafft, der erstens Grenzen setzt, zum Beispiel gegen Monopole und sowas, und der dann auch Ausgleiche setzt, wenn aus dem Markt eine Reihe von Leuten rausfallen, wenn nicht genug versichert wird und so weiter.
dieser Nationalstaat, der bei vielen übrigens noch in diesem Ordoliberalismus völlig neutral als Obrigkeitsstaat gedacht war, so wie Preußen im 19. Jahrhundert, ja, nicht durch Parteien konstituiert und pluralistisch, sondern der war gut darüber. Der konnte dieses Getümmel in der Gesellschaft irgendwie in Ordnung halten. Dieser Nationalstaat, der nachher schon realistischer als gebildet aus einer pluralistischen Gesellschaft gedacht war, aber der war im Hintergrund der sozialen Marktwirtschaft. Der Staat, die Politik konnte den Ausgleich gegen negative Wirkungen von Wirtschaft zwischen, gegen Armut und so weiter schaffen. Dieser Nationalstaat ist heute überhaupt gar nicht mehr in der Lage, das zu tun, weil das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben über seinen Kompetenzbereich hinaus agiert. Da gibt es wie ein Hase-Igel-Situation. Die Wirtschaft ist längst ganz woanders und der Staat versucht immer noch irgendwas zu machen. Er kann letztlich vielleicht den einen oder anderen Anreiz geben dafür, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, aber er ist ganz anders hilflos gegenüber einer globalen Wirtschaft, als er das in den 60er, 70er Jahren war. Und schon diese Hilflosigkeit, die selbst Angela Merkel hat, als Bundeskanzlerin und mächtigste Frau der Welt, diese Hilflosigkeit wird natürlich nicht gerne offen gepredigt, weil das würde nicht gerade vertrauensstiftend sein, aber sie besteht. Und man versucht sie ein bisschen zu kaschieren und man versucht sie durch Pressekonferenzen und noch eine Konferenz und noch ein öffentliches Auftreten zu kaschieren, aber es ist eine Hilflosigkeit. Und das Problem ist, dass es eine Hilflosigkeit ist, nicht nur für die Politik, die dann eben auch nicht vertrauenserweckend ist, im Grunde sogar auch für die Wirtschaft, weil sie schon auf Rahmenbedingungen angewiesen ist für ihr Handeln, für Investitionen und so weiter, die einigermaßen verlässlich sind. Und nun kann diese blöde nationalstaatliche Politik diese Verlässlichkeit gar nicht bieten, wird aber immer wieder gefordert von der Politik, von der nationalen Politik. Sie kann sie aber nicht bieten, weil sie längst ihrerseits diese nationale Politik ausgesetzt ist, so vielen Interessengruppen und Problemen, dass sie das gar nicht von sich aus festlegen kann. Und das Paradebeispiel Fukushima ist ja dafür eklatant. Viele sagen, was ist denn das für eine Politik? Und ich verhehle Ihnen nicht, dass ich sehr sicher bin, dass Frau Merkel eine Erklärung hat dafür, dass sie als Physikerin enttäuscht war, dass plötzlich sowas passiert. Das kann ja sein. Es kann auch sein, dass sie gedacht hat, und das ist gar nicht im Gegensatz, also diese Deutschen, die wählen uns nicht wieder, wenn wir hier weiter Atompolitik machen. Ich glaube, interner Prozess, meine Physikereinsicht und meine Vorhersage, dass die Deutschen das jetzt wollen, dass das umgekehrt wird, kommen zusammen. Das nennt man Opportunismus oder Wahltaktik oder sonst was, gehört zum repräsentativen System. Und nun ändern wir das alles wieder, so, ohne genau zu wissen, wie denn, wie wir das denn, wie schalten wir denn die alten Kraftwerke ab, was machen wir denn mit den Menschen, die da gearbeitet haben und so weiter. Dieses ganze Problem, was da entsteht, kommt durch ein plötzliches japanisches Unglück, was 3 Wochen vorher viele an dieser Stelle nicht erwartet haben. Viele haben es prinzipiell als Risiko gesehen oder erwartet, aber nicht genau da. Und schon sind diese Politiker, die eigentlich einen festen Rahmen für wirtschaftliches Handeln bilden sollen, in einem ganz anderen Fahrwasser. Und jetzt können Sie schimpfen über die Charakterlosigkeit oder können sagen, ja, das ist Demokratie. Die müssen gucken, wie da in dieser Gesellschaft, die schon eine ganze Weile skeptisch war gegenüber Kernenergie, jetzt plötzlich durch so eine äußere Sache ein großer Umschwung kommt. Wenn das so ist, wenn wir funktional aber solche festen Bedingungen und Rahmenbedingungen für Wirtschaft brauchen, dann ist die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Die Politikerinnen und Politiker können sie nicht einfach autoritativ durchsetzen, weil ihr Handlungs- und Entscheidungsraum national ist und die Probleme längst transnational sind. Die Klimaprobleme, die Naturprobleme, die Energieprobleme, die Ressourcenprobleme, alles das ist transnational. Und dann können sie nicht sagen, ich mache jetzt das. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, dass die Deutschen ihre Energiewende nicht viel mehr systematisch innerhalb Europas absprechen. Das ist ein großer Fehler, ist aber schwer. Wenn die Franzosen mit Schwierigkeiten auf 40% Atomkraft runterkommen, wenn die Polen angeblich sagen, unter uns, ich glaube nicht, dass sie ein einziges Atomkraft bauen werden, aber dass sie Atomkraftwerke gleich 5 bauen wollen und so weiter. Da muss man sich abstimmen. Und die Regierungen sind am Ende ihres Lateins in dieser Abstimmung, sage ich Ihnen ganz hart, in Deutschland und in Europa.
weil sie alle gucken, was sagen denn meine großen Electricité de France, wenn ich jetzt was gegen Atom mache oder wenn ich die reduziere. Was sagt dann mein Chef, der jetzt gerade zur Wiederwahl steht in Frankreich? Was sagen denn meine großen Unternehmen in Polen? Was sagen denn die Naturschützer, die sich in Ostpolen plötzlich hochbegeben, weil sie sagen, Fracking wollen wir nicht, die Flüsse sind plötzlich ganz milchig, das wollen wir gar nicht, das sagen die polnischen Bauern. Es ist nicht so, dass die nicht auch als Zivilgesellschaft vorhanden wären, aber sie sind nicht organisiert bisher und sie haben auch nicht genug Geld, sich zu organisieren. Das ist auch eine Frage. Aber jedenfalls, sie stehen plötzlich vor einer Frage, dass sie sich abstimmen müssten, würde jeder vernünftige Mensch sagen, aber es ist ganz schwer, das über die Regierung zu machen. Dann können die Minister sich mal treffen, dann haben die alle Vorlagen von ihren Ministerien, die gucken sie an, dann sitzen sie 5 Stunden zusammen, haben irgendeine Presseerklärung, de facto ändert sich nichts, ja? Oder ganz wenig. Und damit zeige ich Ihnen, wir sind angewiesen, wenn wir eine vernünftige, kohärente, verlässliche Politik haben wollen, die nicht nur für die Wirtschaft wichtig ist, sondern für uns alle wichtig ist. Wir brauchen diese Orientierungsdaten. Wir sind angewiesen darauf, dass wir das alle von uns aus mittragen, dass wir nicht arbeitsteilig sagen, die sollen das aber machen, die sind gewählt, das ist deren Job, die müssen das handwerklich können. Und im Übrigen erwarten wir jetzt, dass geliefert wird. Wir müssen liefern. Großer Quatsch. Das bedienen sogar auch Politikerinnen und Politiker, dass sie liefern können. Das ist so, wie wenn sie Schrauben produzieren wollen. Das ist es nicht. Politik produziert nicht Schrauben. Politik produziert, wenn ich diesen Produktionsbegriff verwende, Verständigung. Politik produziert Zusammenfinden. Politik produziert, wenn sie gut ist, nicht einfach Partikularinteressen durchzusetzen. Aber sie wird bisher getrieben von Lobbygruppen, und zwar immer größeren und immer mächtigeren, die in den Ministerien unterbringen ihre partikularen Interessen. Und huch, dann kommt eine Entscheidung raus und andere sagen plötzlich, das stimmt doch alles gar nicht, ist doch nicht so. Und dann entsteht der Eindruck, dass diese Demokratie nichts taugt. Und man personalisiert es mit denen, die da im Rampenlicht stehen, ohne sich zu sagen, ja Moment, wie sollen denn diese Politikerinnen und Politiker gemeinsame, von allen einigermaßen getragene, ich sage nicht immer aktiv unterstützte, aber von allen einigermaßen getragene Entscheidungen zustande bringen, wenn sie von der Sachkompetenz, von der Art des Einflusses, von der unterschiedlichen Machtausstattung der Einflüsse her gar nicht dazu kommen können. Deswegen plädiere ich sehr stark dafür, dass sie jetzt nicht einfach nur meckern und schimpfen darüber, dass sie das nicht hinkriegen, sondern dass wir als Gesellschaft uns daran beteiligen, und zwar über nationale Grenzen hinweg und nicht nur innerhalb Europas über nationale Grenzen hinweg, sondern zum Beispiel auch zusammen mit langsam ansteigenden NGOs in China. Ich komme gerade aus Shanghai und das Wetter war relativ gut, aber die gucken da immer ganz genau, ob sie morgens ihre Kinder auf die Straße schicken können oder nicht, mit dieser Luft in Peking erst recht. Auch mit NGOs in Afrika, zum Teil übrigens kirchengegründete NGOs, auch mit Akteuren in anderen Ländern, sich zusammenzutun, um im vorstaatlichen Raum Verständigungen zustande zu bringen über das, was Not tut und was nicht einfach mal ganz spontan mit einer Mehrheitsentscheidung zustande kommen kann. Sondern da muss man drüber nachdenken. Und jetzt ist die ganze Frage, können wir das so machen, dass wir möglichst viel Volksentscheide zustande bringen, sodass das Volk, wieder im Singular, irreführender Begriff, es gibt nicht das Volk, um das ganz klar zu sagen, dass wir möglichst viele Volksentscheide haben und was, dann ist doch klasse. Also erstens, selbst bei einem Volksentscheid in Deutschland sind die Franzosen, die Italiener, die Griechen, die Spanier nicht direkt einbezogen. Die denken darüber vielleicht ganz anders. Aber wir wollen uns in der Europäischen Union doch mit denen gemeinsam vorangehen. Was würde da ein deutscher Volksentscheid schaffen? Sie haben in Hamburg natürlich gleich 2 Volksentscheide, den einen, den Sie genannt haben über Otto, der andere über die Schulen, der mich sehr beeindruckt hat, in Anführungsstrichen, wo ja auch dass Ihre Abgeordneten alle einig waren und dass es dann gegen Ihre repräsentativen Organe entschieden worden und dann ganz schwer revidierbar übrigens, ganz schwer, wenn Sie mal so einen Volksentscheid haben, den kriegen Sie nicht wieder weg. Das ist eine schwierige Sache. Also, die große Frage ist, ich plädiere für gesellschaftliche Beteiligung.
ist jetzt der Weg über Volksentscheide das Richtige? Ich schließe nicht aus, dass es Volksentscheide geben kann über grundsätzliche Fragen, zum Beispiel Beteiligung an der Europäischen Union oder nicht. Die Polen haben, als es anstand, dass sie nach 1989, konkret dann 2004, sich an der Europäischen Union beteiligen, festgelegt, dass ein Forum sein muss, derer, die sich da beteiligen, ich glaube, das waren 50% mindestens, und davon war wieder ein Forum, die das bejahen mussten. Das war gar nicht leicht, denn in diesen Transformationsgesellschaften war nicht viel Interesse an der Beteiligung von Wahlen. Das war gar nicht leicht. Und gerade meine Freunde, die früheren Dissidenten, sind durchs Land getourt, um die Polen davon zu überzeugen, dass sie der EU beitreten sollen. Zum Beispiel die Bauern, da waren gar nicht einverstanden, weil die nicht genügend gleiche Arten von Subventionen bekommen sollten wie die westlichen Bauern. Die waren nämlich in Polen an Modernisierungsbedingungen geknüpft. Das fanden die diskriminierend. Danach fanden sie es eigentlich ganz gut, weil sie mit dieser Modernisierung fantastisch besser auf dem Weltmarkt zurechtkamen mit ihren Lebensmitteln als vorher. Das zeigt schon, da steht einerseits, ich bin gekränkt, man behandelt mich nicht wie die anderen. Da steht im Nachhinein, ach, da war vielleicht gar nicht so falsch. Auf diese Weise habe ich bessere Marktanteile. Da sehen Sie, wie solche Bedingungen des Nachdenkens über Entscheidungsfragen wichtig sind, damit man das solide macht. Aber jedenfalls, die Polen haben es gemacht, haben gekämpft und hatten dann für ihre Verhältnisse einen überwältigend positiven Erfolg. Das war nicht von vornherein zu sichern. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Volksentscheid war. Das war eine grundsätzliche Frage der Ausrichtung der polnischen Politik nach der Ablösung vom Kommunismus. Und das war, glaube ich, gut. Aber wenn Sie jetzt überall Volksentscheide machen, dann kommen sehr viele Probleme. Ich will Sie da nicht mit langweilen. Aber wer formuliert die Frage? Wer hat die Fähigkeit, da Initiativen zu bringen? Wer hat die Kommunikationsfähigkeit und so weiter? Ist es nur ein Ja-Nein oder können Sie irgendwie kompromisshafte Fragen stellen? Mein Hauptproblem ist, dass A, dass nicht mehr revidierbar ist, was da gemacht wird, B, dass es sehr schichtenspezifisch ist, wie das ausgeht. Es sind die Gebildeten, es sind die Kompetenten, es sind die, die wirklich sich da durchsetzen können in der Gesellschaft, die das schaffen. Und es ist einfach nur ein Akt Ja-Nein. Und dann, das ist nicht wirkliche Beteiligung daran, wie wir denn gemeinsam zu vernünftigen Lösungen kommen können, die eben schwierig sind, weil wir sehr unterschiedliche Positionen haben. Also deswegen ist für mich ganz klar, es gibt das ein oder andere Volksentscheid, der vernünftig ist. Übrigens auch manchmal würde ich sagen, auf kommunaler Ebene, wenn es völlig übersichtlich ist für eine Kommune, was da ansteht. Da würde ich auch noch einen Bereich sehen. Ansonsten bin ich da sehr skeptisch dem gegenüber, weil das der Komplexität von Demokratie nicht gerecht wird. Ich werde dann jedes Mal geschimpft, wenn ich das sage, auch von meinen großen alten Freunden wie Hans-Jochen Vogel, der ja nicht gerade ein Freak von Anarchismus ist, das wissen wir ja, und auch von Leuten wie Eppler, aber ich bin da auch natürlich Sigmar Gabriel, aber ich bin nicht für diese Entscheidung, diese Parteientscheidung zum Beispiel fand ich gut, das ist was anderes, in der parteiinterne Entscheidung über Koalitionsbildung oder Kandidaten. Das heißt, mein vorletzter Punkt ist, sich nochmal klarzumachen, theoretisch, wenn die Abwälzung gewissermaßen an Volksentscheid ist ja auch bequemer, dann muss ich mich nicht rechtfertigen als Abgeordneter, dann habe ich das abgeschoben, dann machen das irgendwelche im Volk, die das entscheiden und dann gibt es da viel Bewegung. Wenn das nicht das Richtige ist, dann bin ich A, wohl für Volksbegehren, das heißt dafür, dass etwas thematisiert wird und auch so, dass man einen Landtag, ein Bürgerhaus, also Abgeordnetenhaus oder auch natürlich ein Bundestag, gleichsam zwingt, über Volksbegehren sich mit einem Thema zu befassen. Das finde ich völlig legitim und es hat den positiven Effekt, dass darüber viel Willensbildung in der Öffentlichkeit geschieht. Das ist aufklärerisch, das ist positiv. Aber es ist eben ein Unterschied zum Volksentscheid. Was sagt repräsentative Demokratie? Wir assoziieren damit, da ist so eine Schicht, die macht irgendwas und dann gegebenenfalls, bestenfalls kommuniziert sie das in die Bevölkerung. Von der Grundidee ist repräsentative Demokratie etwas anderes. Repräsentieren heißt vergegenwärtigen, Präsenz. Die repräsentative Demokratie soll sich vergegenwärtigen in den Institutionen, also Parlamenten, wo Gesetze gemacht werden, was denn ihr eigenes Interesse ist, also die Abgeordneten, was denn das Interesse ihres Wahlkreises ist oder die verschiedenen Interessen ihres Wahlkreises,
aber was auch das Gemeinwohl ist. Das heißt, repräsentative Demokratie mit der Unabhängigkeit der Abgeordneten setzt voraus einen komplexen Prozess der Vergegenwärtigung in jedem individuellen Abgeordneten, was denn wohl für alle verträglich ist. Eine riesige Anforderung, die de facto ganz schwer ist, vor allen Dingen, wenn Sie die Hucke voll haben mit lauter Interessengruppen aus Ihrem Wahlkreis, wo Sie wiedergewählt werden wollen und wo das Autohaus so und so sagt, ich will jetzt aber das und das und nicht irgendeine blöde Bestimmung über Abgase oder sowas. Nicht? Also das ist der Grundgedanke. Und selbst theoretisch ist er ambivalent, weil etwa einer meiner Gewährsleute Montesquieu, Charles Montesquieu, 18. Jahrhundert, sehr genau schreibt in seinem Kapitel über den Buch über den Geist der Gesetze, dass diese Abgeordneten das zwar repräsentieren sollen, so das Gemeinwohl, aber eben auch die Kenntnis über die Interessen ihres Wahlkreises. Nun ist Kenntnis etwas fein intellektuell, kognitives, analytisches. Ja klar, sie müssen wissen, was da halt so für Interessen sind. Aber das ist eben nicht nur ein Wissen, das ist auch ein emotionales Wollen und Bewegtsein durch die Interessen. Und diese Ambivalenz, dass sie einerseits für ihren Wahlkreis zuständig sind und andererseits fürs Gemeinwohl, zieht sich durch die gesamte repräsentative Demokratie. Und das ist auch einer der Gründe, warum es so schwer ist, das wirklich zu praktizieren. Nur, der große Vorteil ist, dass prinzipiell die Schwelle da ist, dass sich Abgeordnete nicht binden müssen an ein bestimmtes Mandat, dass sie nachdenken können. Und die ganze Frage ist jetzt, wie wir als Gesellschaft helfen können, dass dieser Nachdenkprozess auch stattfindet. Das ist jetzt kein individueller Prozess. Dazu gehört Öffentlichkeit, dazu gehört Mobilisierung, dazu gehört alles das, was wir vor allen Dingen mit der organisierten Zivilgesellschaft verbinden. Aber alles im Vorentscheidungsraum. Das ist für mich sehr wichtig, dass man nicht die Entscheidung den repräsentativen Gewählten abnimmt. Denn hier kommt der nächste Punkt, die Legitimation. Ein wichtiger Punkt bei Demokratie und Partizipation. Auch ein schwieriger Begriff. Legitimation ist eigentlich Rechtfertigung. Es ist ein objektiver Prozess über Verfahren. Es ist aber auch das Subjektive, das ich als Bürger empfinde, dass die Entscheidung ist, gerechtfertigt ist. Es ist ein subjektives Verständnis, auch bei Max Weber, dass dies legitimiert ist. Und die Grundlegitimation in der Demokratie ist die gleiche geheime Wahl für jeden Bürger. Das ist die Legitimation. Aber mit all den Problemen für die Abgeordneten, die dann so gewählt sind und die dann etwas entscheiden müssen. Wenn Sie also jetzt andere einbeziehen, Bürger, die da partizipieren und die nicht über diese Legitimationsschiene drin sind im Parlament, dann müssen Sie schauen, wie legitimiert ist das Ganze denn? Sie haben darauf hingewiesen, kann es passieren, dass dann eine besonders laute, gebildete Gruppe sich durchsetzt zu Ungunsten der Allgemeinheit. Aber was ist die Allgemeinheit? Ist jetzt die Allgemeinheit dadurch erkennbar, dass eine zweite laute Gruppe oder eine dritte laute Gruppe sich meldet und die dann richtig laut in der Öffentlichkeit miteinander streiten? Ist das dann ein Weg, rauszukriegen, was denn das Interesse des Allgemeinen ist? Oder sind das, sagen wir mal, 5 silberhaarige Herren, Entschuldigung, die dann das eigentlich wissen, was das Allgemeinwort ist? Das ist die Alternative, aber die hat ein bisschen was letztendlich mit Gottes Gnaden zu tun. Also man kriegt es von oben. Das ist die Frage, wie wir das hinkriegen. Und hier möchte ich das Stichwort aufnehmen und meinen letzten Schritt sagen, dass Sie in Ihrem Referat hatten, nämlich Habermas, die deliberative Demokratie. Meine persönliche Folgerung aus all diesen Dilemmata, die wir da haben, wenn wir die Schwierigkeiten, die Balancierungen betrachten, ist, dass wir im vorstaatlichen Raum Verständigung hinbekommen müssen, und zwar nicht jetzt dadurch, dass wir genau quantitativ, repräsentativ sagen, so viel für den Stadtteil so und so, so viel für die, so viel für die, sondern dass wir wichtige soziale Akteure, die unterschiedliche Perspektiven haben, die aber auch Macht haben, zusammenbringen und in einem vertrauensvollen, deliberativen Diskurs, also in einer argumentativen Auseinandersetzung über die Positionen, dahin bringen, dass sie mal peu à peu
ablegen, was reiner Partikularismus ist. Also nicht gleich positiv sagen, was ist das Gemeinwohl, aber ablegen, was deliberativ, was reiner Partikularismus ist. Wir haben an der inzwischen eingegangenen Humboldt-Viadrina School of Governance, Sie kriegen nicht wie offiziell, Sie kriegen gar kein offizielles Geld für die Liberation, auch wenn Sie an der Demokratie arbeiten, aber wir haben eine neue Governance, sind dabei aufzubauen und wir wollen das weitermachen, diese Trialoge. Da haben wir 5 Jahre lang Vertreter von Politik, Unternehmen, organisierter Zivilgesellschaft, da haben wir auch die Gewerkschaften einbezogen, was Michael Sommer immer übel genommen hat, aber ich konnte ihn immer besänftigen, und dann auch noch Wissenschaft und Medien zusammengebracht und haben vertrauensvollen, einen vertrauensvollen Raum, also Chatham House Rules, miteinander debattiert. 2 Jahre lang unter anderem über die Energiewende. Und es ist schon ein interessanter Prozess, der da stattfindet, wenn Sie dort einen Vertreter von RWE und einen Vertreter von Greenpeace und einen Vertreter der Gewerkschaften und einen Vertreter von erneuerbarer Energie und einen Vertreter von Miserio, wo die Konsequenzen der Energiewende für Afrika betrachtet werden, wenn Sie die alle zusammen haben und so moderieren, dass die Argumente sich aufeinander beziehen müssen. Dass man nicht einfach sagt, ist doch ganz klar, ist doch alles Quatsch. Normalerweise haben Sie homogene Gruppen, da sind RWE versammelt seine Leute oder die NGOs versammeln ihre Leute und alle wissen unter sich, dass sie recht haben. Aber wenn Sie sie jetzt miteinander ins Gespräch bringen, in diese Deliberation, dann ist das ein Verfahren, das parallel zur rein quantitativen Repräsentativität ist. Und das ist ja auch immer in der Demokratietheorie wichtig gewesen, dass man argumentiert, was denn, das soll ja eigentlich auch im Abgeordnetenhaus und im Landtag oder im Bundestag sein, dass man argumentiert, wie denn eigentlich meine Position vereinbar ist mit der anderen und ob die andere Position nicht auch ein Stück Recht hat und ob man nicht das auch berücksichtigen muss. Wir haben das alles aufgenommen mit Tonband, also vertraulich, wir haben das ausgewertet und es ist sehr interessant, wie sich diese monatelang, in 2 Jahren 25 Mal getroffen, Treffen weiterentwickeln, wo mehr und mehr die Teilnehmer anknüpfen an dem, was die anderen sagen und sagen, ja, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, hier ist in der Tat ein Problem, das sehe ich auch für uns, das kann man dann langsam zugeben, aber da steht doch dagegen, dass es entsteht eine Vertrauensatmosphäre und es entsteht langsam ein Prozess, der jetzt nicht sagt, das ist das Richtige, der aber sagt, jedenfalls müssen wir das und das und das alles beachten, wenn wir ehrlich sein wollen. Wir haben im vorigen Jahr als Ergebnis 2013 2 große Zeitanzeigen aus diesen Trialogen gemacht, wo wir im Wahlkampf gesagt haben, beim Stichwort Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit, das war ein großer Kampf, auch im Wahlkampf um die Energiewende, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit, was müssen wir alles beachten, wenn wir darüber etwas sagen? Können wir da einfach was rausknallen? Oder müssen wir sagen bei der Wirtschaftlichkeit, Moment mal, alle Energien sind bei uns auf irgendeine Weise subventioniert. Es gibt nicht eine einzige, die einfach so auf dem freien Markt mit ihren Preisen da ist. Und was man einbezieht in die Subventionierung, ist höchst politisch umstritten. Ist Atomenergie nur das, was da passiert, oder gehört die ganze Entsorgung dazu? Ein Problem, das immer akuter wird. Gehört das, was danach kommt, dazu? Oder muss das eingepreist werden oder nicht? Das ist eine politische Entscheidung, das ist keine ökonomische Entscheidung. Die, die diese Werke haben, sagen, nein, natürlich nicht, wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber wer soll denn damit was zu tun haben? Das heißt, wir haben die redlichen Bedingungen formuliert und das gemeinsam. Ja, ganz gemeinsam mit BASF, mit RWE, mit Greenpeace und so weiter, die Bedingungen formuliert, die man bedenken muss, wenn man eine gerechte Lösung propagiert. Das ist ein langsamer Prozess, aber ich glaube, es ist ein Filterprozess über diese Deliberation, die es schafft, diese Vielfalt der Interessen und die Unterschiede der Macht, die hinter den Interessen sind, das müssen wir immer bedenken, so zusammenzukriegen, dass doch die Inhalte bedacht werden und sie doch miteinander verbunden werden. Und ich glaube, dass eine solche Hilfe aus der Gesellschaft heraus, mit all den Kompetenzen, die dazu gehören, die dann auch bedeuten, oh, das ist verdammt schwierig, so ein Entscheidungsprozess. Das müssen wir schon sagen. Wir können nicht einfach nur auf unseren Teller gucken. Wir müssen darüber hinaus gucken.
dass man das hinkriegen kann, ist es auch, wenn Sie so wollen, eine riesen politische Erziehung, die wir miteinander betreiben, die nicht ein Erzieher oder eine Erziehung mit den anderen macht, sondern die wir Learning by Doing haben, wo wir merken, oh, wir können es nicht einfach abschieben. Deswegen haben wir das betrieben, übrigens auch eine Familienpolitik auf diese Weise auf den Weg gesetzt, mit der, das war das zweite Thema, mit dem Grundgedanken der Partnerschaftlichkeit der Rollen von Frauen und Männern, also von Eltern, zwischen Berufsarbeit und Familienarbeit, also Kinder, aber auch Alte und Kranke. Und da sind wir jetzt dabei, für das Familienministerium Entwürfe zu machen, die wir checken. Wir machen nicht einfach einzelne Papiere, die wir abchecken mit von der Telekom, Arbeitgebervertretern und von Väterinitiativen der katholischen Kirche und von was der Himmel was allem, evangelischen Männerinitiativen. Und das dann so weit in dem Feld austesten, in Ruhe, vertraulich und so, dass wir die Probleme ernst nehmen, dass daraus eine Politik gemacht werden kann, die dann auch auf Akzeptanz stößt. Das ist, muss ich sagen, für mich ein demokratietheoretisch und politisch sehr schönes Erlebnis gewesen, dass ich merke, war natürlich auch damit verbunden, dass ich die Manuela Schwesig gut kenne und sie davon auch überzeugt war, dass wir da schieben können. Aber nicht so, dass wir entscheiden für sie, sondern wir bereiten den Boden. Wir lassen auch die Ministeriumsmitglieder, das machen wir jetzt auch mit dem Wirtschaftsministerium, nämlich ganz neu, sind lauter Männer, ist ganz schwierig. Mit dem Familienministerium sind die Männer jedenfalls anders, aber da ist es schwierig. Die lassen wir teilnehmen am gesellschaftlichen Diskurs. Das ist nämlich interessant für die Ministerialleute. Sie kriegen einen ganz schnellen Zugang darüber, wie die Argumente in der Gesellschaft ausgetauscht werden. Sie kriegen nicht nur Lobbyarbeit, sie kriegen nicht nur Gutachten, wo sie dann irgendwie am Ende was bei sich draus machen müssen. Sie können zuhören oder sich auch einmischen. Und diese Form, wo klar funktional getrennt bleibt, die Ministerien bleiben eine politische Angelegenheit, die von der politischen Spitze geklärt werden muss, aber die Gesellschaft sagt das und das. Und das muss einbezogen werden, wenn man vernünftige, nachhaltige, wirklich perspektivenreiche Beschlüsse fasst. Dies zusammenzubringen, scheint mir ein Weg zu sein unter vielen. Ich habe gerade davor mit einem Teilnehmer, der da hinten sitzt, gesprochen, der was über Netze macht, solche Partizipationssachen. Sowas vorzubereiten, damit die Entscheidungen vernünftig fallen, auch in den Unternehmen. Ich glaube, das ist der effektivste und gleichsam in Anführungsstrichen sauberste, verfassungsmäßig sauberste Weg, Partizipation, Legitimation und repräsentative Demokratie zusammenzubringen. Also mein Punkt ist, keine Wutbürger, das war ja mein Thema, sondern, kann ich mir nicht verkneifen, Citoyens, keine Bourgeois, die sich immer nur an ihre Trenchcoats halten, sondern Citoyens, die sich konstruktiv beteiligen, die sich daran gewöhnen, andere Perspektiven anzugucken, Perspektivenvielfalt zu akzeptieren und das ist der eigentliche Begriff der spekulativen Wahrheit übrigens. Spekulus ist ja der Spiegel, dass man die verschiedenen Perspektiven miteinander spiegelt und dann zu einem Gemeinwohl-Wahrheitsverständnis kommt, ganz vorsichtig, ganz innerweltlich, ganz endlich, das verträglich ist. Das ist mein Plädoyer und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.